Servus Leute, willkommen zu meinem Kanal Secrets on Vinyl. Ja, ihr seht, heute geht's um Sodom. Und da muss ich euch geschwind erzählen, hey. Ich habe die Box ja schon letztes Jahr rausgekommen, 2022 im Oktober. Die 40 Years at War, The Greatest Hell of Sodom. Und ich habe die seit so, ja, ich denke 2 Wochen oder so, 3 Wochen. Und ja, da ich die meisten Lieder schon ein bisschen kennen, haben wir das gestern mal reingezogen. Und ich muss euch sagen, das ist Wahnsinn, was die da abreißen an Dresch, die sägen den ganzen Urwald nieder, hey, das ist so genial. Absolut, also Wahnsinn, das Ding. Und es sind ja, haben sie auch von jedem Album haben sie ein Lied neu aufgenommen und ey, das ist der Hammer. Also keine Ahnung, entweder. Ich weiß es nicht. Der Tom Angel wird zwar auch älter, so wie mir auch, aber die Stimme wird einfach immer geiler. Das ist also mir zuckt Flash gestern das Ding, hey. Und ich habe es erstmal auf CD auch gehört, so, ja, kein Bock hätte da, jetzt schalte halt immer um zum Drehen. Und dann habe ich gedacht, nö, Arsch die Hühner, hey, jetzt hören wir das auch mal auf Vinyl an. Und was soll ich sagen, das klingt genau so geil. Absoluter Hammer, hey. Und dann habe ich gedacht, ich muss heute das Video machen, hey. Ich muss euch die Box, die Sodom-Box einfach vorstellen, hey. Weil das absolut so geil, auch der Sound, ich finde ihn absolut genial, wirklich. Und jetzt genug Schwafel da, jetzt machen wir mal da die Box auf. Wie gesagt, die Sodom ist das, die 40 Years at, ja, at War, the Greatest Hell of Sodom. Cool, echt absolut. Hey, mir hat es so gestern so geflasht, das Ding. Wahnsinn, wirklich. Innen drin ist nichts. Und ich zeige das jetzt einfach mal, was in der Box drin ist. Und auch für das Geld sage ich mal, absolut. Wirklich gerechtfertigt, wirklich. Also, genial. Super, mit dem, das machen wir nachher dahin. Fangen wir mal mit was? Fangen wir mal an mit der kleinen CD, die Bonus-CD hier. Da sind 4 Songs drauf, auf dieser hier, auf dieser kleinen CD hier, 4 Songs, zeige ich auch mal das Cover hier von der CD, absolut, ich war hin und weg gestern, also wirklich, das, ey, was für brachialer Dresch, ey. Hau die da runter, du, so echt. Echt, absolut, ey, so geil. Ja, und wie lange Zeit die Box ist rausgekommen von Steamhammer SPV. Aber machen wir nicht so viel Werbung. Und jetzt gucken wir mal, das hier ist die CD. Ist auch cool, kann man aufklappen. Hier, Vorderseite, gucken wir einmal die Rückseite an. Dann machen wir die CD raus, die zeige ich euch auch mal. Das ist die 40 Years. Cool, echt cool, ey. Absolut. Bin geflasht. Tu das mal schon raus. Weil das sind auch lauter Bilder hier. Komplett auf alle 3 Seiten. Auch hinter der CD. Top, echt top. Jetzt fällt schon das Büchle aus, macht nichts aus. Tun wir das mal rein, okay, dann machen wir gleich mit dem hier weiter. Ja, das ist so ein kleines Heftle halt, wo dabei ist. Da sind die ganzen Vinyls drin, weil es Lied von Valgra Vinyl ist. Mit den Texten drauf und hier zeige ich mal 3-4 Seiten hier. Die Band. Und ja, hier wie gesagt, die Texte und von welcher Vinyl das jeweilige Lied ist. Ja, super, echt top. Wie gesagt, die Box habe ich jetzt schon 2-3 Wochen oder so. Und gestern habe ich sie mir echt mal, weil ich ja schon ein paar Lieder kenne, mal reingezogen und habe gedacht, ey, ich werde nicht mehr, ey. Absolut. Sowas von geil. Und dann habe ich gedacht, ich muss euch die Box vorstellen, echt. Das ist also so gigantisch, was ich hier ist ein
Poster. Und das ist natürlich auch klasse. Hier sind alle Scheiben drauf. Albert, bleib offen. Hier sind die ganze Scheibe drauf. Und so rum. Hier ist die Rückseite. Und wirklich, ich war so geflasht gestern. Hey, wie geil der Sound und wie geil das Ding ist. Top. Ich denke auch, dass die irgendwann ausverkauft sein wird. Die Vinylbox hier und CD. Also gucken wir mal rein. Die Vinyl da noch, die machen wir zum Schluss. Das hier machen wir zum Schluss da noch. Ja, und hier das große Buch. Auch genial. Hardcover. Vorderseite. Fingeraufseite. Dass ihr was seht. Die Rückseite. 40 Years at War. The Discography ist das. Top. Die machen wir auch nur ein paar Seiten auf. Hier. Also genial, wirklich auch das Buch hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat. 72, 76. Ja, hier sind immer auch die Bilder von den jeweiligen Vinyls. Vinyls drauf und Texte dazu. Ja, während der jeweilige Zeitraum da mitgespielt hat. Ja, einfach genial, echt. Auch ein super Buch. Also wenn es sich echt nicht lumpenglast hätte, es ist wirklich, also, genial, absolut. Und die Scheibe der Hannes Sodom Fans, denke ich, kennt jeder von denen. Von den Sodom Fans. Ja, machen wir mal eine Seite, das Buch ist einfach auch klasse, echt, das ist auch so top, die ganze Box ist einfach genial, wirklich gigantisch. Okay, zeig's euch mal, wenn es offen ist, Kinder. So sieht es aus. Super, und die ist, glaube ich, limitiert und ist nur in Europa erhältlich, die Box. Ja, wie gesagt, echt ein klasse Ding und ich denke, die muss ich euch halt einfach vorstellen. Hey. So, was ist hier noch drin? Poster. Machen wir das Poster auf, dass ihr das auch seht. Und es sind wirklich keine kleinen Poster. Wirklich große Poster. Auf der Rückseite ist nichts drauf. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Gehen wir ein bisschen zurück. Fahren wir ein bisschen runter. Ich hoffe, ihr seht das gut. Das Ding. Ja, super. Wie gesagt, Rückseite ist nichts drauf. Und hier noch ein Poster, wo da drinnen ist. Und das ist auch klasse, echt auch. Das ist das mit alle Scheiben drauf, was ihr rausgebracht habt. Halt so rum. Zeige ich euch auch. Super, echt top. Ich hoffe, ihr seht es gut. Aber normal, wenn man meinen Schädel sieht, dann sieht man auch das Poster gut. Ja, super, echt, hinten ist auch nichts drauf. Brauchen wir auch nicht. Dann muss man nicht immer gucken, welche Seite man aufhängt. Ja, und hier eine Autogrammkarte, original unterschrieben. Von den Sodom Bandmitgliedern. Super. Die Rückseite. Und hier kleiner Aufkleber. Auch klasse. So, was ist hier noch drin? Nichts mehr, das ist nur ein Poster, wo ich vom Metal Hammer rausgemacht habe. Okay, dann gehen wir mal weiter. Mit was machen wir jetzt weiter? Mit der Vinyl oder machen wir erst die... Ja, machen wir die Kassette. Und das ist einfach auch geil, die ist nämlich auch dabei, die Kassette. Und hier ist auch noch ein Bonus-Song drauf, auf der Kassette. Wollen wir mal raus, das Ding. In weiß. Super. Top, das finde ich immer geil, wenn sowas dabei ist, noch die Kassette. Nostalgie pur. Absolut top. Ja. Und hier ist der Bonus-Song. Oh, das kann ich jetzt gar nicht lesen, da nicht gescheit. Und meine Augen sind auch nicht mehr die Beste da, das ist ja
Ja, auf jeden Fall den Wohnungsamt drauf. Und machen wir mal das Inlay auf von der Kassette. Diese Vorderseite. Und innen drin wieder die Bandmitglieder. Aber einfach geil, wenn das dabei ist, eine Kassette. Ich finde es so top, echt. Finde ich genial, echt. So, und jetzt kommen wir zum Hauptding. Wie gesagt, hey, die klingt wie die CD, genau so geil einfach. Das Ding. Und wenn ihr die seht, ey. Ah, ich zeige euch erstmal die Vorderseite von der Vinyl. Und da sieht man schon mal wieder, gell, der Vergleich. Habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Ha, CD und Vinyl. Ha? Da ist doch das einfach anders, oder? Da hat man wenigstens was in der Hand. War noch die Rückseite. Super. Top. Kann es auch mal aufmachen. Ich muss bloß aufpassen, dass sie wie Nüsse rausfallen. Super. Geil, oder? Und das, was da auf der CD in klein ist, ist hier einfach in groß. Und das ist einfach gigantisch. Einfach top. So, und jetzt kommen wir mal zu den Vinyls. Die sind auch einfach hammergeile Dinger, ey. Echt. Und hier, bedruckte Innenhülle. Sind hier dabei. Hey, ist richtig rum, ja. So rum. Auch mit den Vinyls drauf, was sie, oder halt, ja, Scheibe, was sie alles gemacht haben. Jeweilige Scheibe, jeweiliges Lied. Und der Text dazu. Super. Jetzt können wir mal gleich wieder rein. Ich muss noch ein bisschen die Spannung hochhalten. Und jetzt kommt die Vinyls. Absolut. Absolut. Super, oder? Was meint ihr dazu? Absolut top. Wirklich. Ey. Die sehen so geil aus, die Dinger, hey. Wirklich. Und die klingen auch wirklich super. Auch hier, wo das Blau oder so verschwommen ist. Kein Knackser, kein Rauscher, kein nichts, null, gar nichts. Oh ja, top. Also das hat mich gestern echt geflasht, hey. Und na, ich denke, ich muss halt da wie das Video dazu machen zu der Box. Obwohl sie zwar schon weiter draußen ist, aber ich muss das einfach machen. So, und das ist die zweite. Zeige euch auch mal das Inlay. Bedruckte Innenhülle. Auch wieder mit den Vinyls drauf, jeweilige Text, jeweiliges Lied. Super gemacht. Nur, wie gesagt, bei mir sind die da alle nicht innen drin, die kommen immer separat. Bei mir sind die auch hier in der durchsichtigen Hülle. Und die zweite Scheibe sieht auch so aus wie die erste. Aber einfach genial. Wirklich. Hebe sie richtig rum. Ja, so rum. Cool, oder wie die Dinger aussehen. Und wie gesagt, auch der Sound ist super. Für mich, klar, es gibt immer eine, wo wahrscheinlich da nicht so zufrieden sind oder irgendwas auszusetzen, aber ich finde es klasse. Echt, auch der Sound ist super drauf. Cool, genial. Ja, das war jetzt ein ganz schnelles Unboxing von der Sodom Box. Aber ich habe es euch einfach zeigen müssen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das die auch hat. Und ihr mir da mal vielleicht was schreiben könnt, wie ihr mit dem Sound da zufrieden seid. Aber ich finde den einfach super. Also mir hat es gestern wirklich geflasht. Also, wie gesagt, zu jeder Scheibe ist da neu aufgenommen, das Lied. Und das ist halt schon auch Hammer. Ich finde es so cool, wenn eine Kassette dabei ist. Die habe ich zwar noch nicht angehört, aber ich habe auch noch ein Tape-Deck zum das Anhören. Und das ist einfach, das finde ich einfach klasse, wenn die Bands sowas dazulegen zu den Boxer. Und ja, wie gesagt, die Box 78 Euro und ihr seht, was hier alles dabei ist. Wirklich. Ich habe letztes Mal schon so einen Vergleich gemacht mit der anderen Sodom und Avantasia Box und das 78 Euro und hier ist eine Vinyl dabei, das Buch dabei,
eine unterschriebene Autogrammkarte, eine Kassette, eine CD, eine Bonus-CD, Poster, also ich denke, dass das absolut fair ist. Und ja, ihr könnt mir jetzt mal schreiben, ob ihr die Box auch habt, was ihr dazu meint vom Sound, als ich war gestern echt geflasht. Also ein Trash-Abriss ohne Ende, super und wirklich absolut genial. Ich finde das Ding so top, wirklich. Ich zeige euch mal schön noch die Seite hier. Da steht es auch nochmal drauf. 40 years at war, the greatest hell of Sodom. Wirklich. Ist richtig von mir, ja. Auch. Steht auf alle vier Seiten drauf. Super. Echt. Und auch top macht die Box wirklich. Ja. So. Das war so schön ganz kurz, aber das hat einfach sein müssen. Das ist, weil ich finde es, ey. Das hat mich ja schon so weggeflasht, hey, also absolut top, wirklich. Eine Abrissbirne ist eine Scheiße gegen. Super. Aber ihr könnt mir einen Kommentar mal da lassen und das wird also schön zuguckt hin. Für das bisschen schnellere Unboxing von der Sodom Box. Und wie gesagt, ihr wisst ja, in diesem Sinne, immer volle Kanne Hoshis.